kann man waschen, also kann man es wieder irgendjemand geben. Wahnsinn, was für ein riesen Spermelhaufen. Und wie schick der aussieht. Oh mein Gott, was für Schätze. Was haben wir denn hier? Ah, Backzutaten, Backperlen. Und hier? Holzlöffel. Da liegt der andere dahin. Ein schönes Glas. Wow. Blau. Und eine Blechkiste von Lavazza. Sogar geprägt. Fehlt diesem Sperrmüllhaufen total. Der sieht etwas lieblos aus. Ein paar Brettspiele. Für Kinder. Ein Bildwörterbuch. Ist doch eigentlich zu schade. Ich bin hier an einer ziemlich belebten Straße. Hinter mir fährt der Bus. Die Leute gehen entlang. Der Schuh sieht aus wie neu. Teil von dem Waffeleisen. Was gibt's hier? Ein paar Weizenbiergläser. Ach, ein Domino-Spielstein aus Plastik. Habe ich auch noch nicht gesehen. Schönes Einmachglas, Einwegglas. Leider ohne Deckel. Eine wunderschöne Plastikbox. Riesengroß. Wow. Da ist sogar noch was Kleines drin. Ach, da ist noch eine kleine Box drin. Ein Spülschwamm. Vielleicht nicht eben benutzt. Ja, noch mehr Spülschwämme. Gehen wir weiter. Schaumstoff, eine Matratze. Oh Gott, jede Menge Klamotten. Und der gute Caillou. Mensch, der war immer toll. Wow. Und ein paar Fahnen. Nee, nur eine Fahne. Ja, war nämlich keine mehr. Ist schon ganz schön gehütet worden in dem Haufen. Bananenschale hätten wir noch. Und hier ein paar schöne Plastikboxen. Nagelneu. Ohne Deckel. Ein paar
Gummistiefel. Sieht auch noch gut aus. Eine Malerwalze. Eine Schlauchklemme, ganz neu. Wahnsinn, der Haufen ist echt groß. Aber das soll es mal gewesen sein. An diesem Haufen. Hier läuft ein bisschen Spülmittel aus. Jetzt geht gleich weiter mit dem nächsten Sperrmüllhaufen. Wir sind jetzt in der Nähe von den Baracken, sagt man hier umgangssprachlich. Aber hier wohnen ganz normale Leute. Ja, ein schöner Katzenkratzbaum und ansonsten viel Müll. Aber was kann man da noch erkennen? Ein Kinderbettchen und da hinten auch noch die Matratze zum Kinderbett. Ansonsten eher Schrott. Ja, da können wir auch gleich weiter. So, ich finde das wirklich fantastisch, dass es immer wieder so Plätze gibt, wo die Menschen Gegenstände abstellen. Und ich finde es sehr toll, dass es solche Plätze gibt. Und ich habe da selbst auch schon viel gefunden. Und hier an dieser Stelle steht ein schöner Teller und auch wirklich eine schöne silberne Vase, wo sie hinpasst. Und auch die anderen Töpfe sind echt nett gewesen. Für ein geiles, verlassenes Gebäude. Ich glaube, so verlassen ist es gar nicht. Sieht cool aus. Schöne Malerei. Sehen, wo man ist. Natürlich sind wir noch in Mannheim unterwegs. Hier brennt's Licht. Was für ein tolles Monster. Was es uns wohl sagen möchte. Das Monster. Und hier blüht wunderbarer Flieder. Ich habe eben schon mal dran gerochen. Ist echt der Wahnsinn. Es geht gerade weiter mit der Kunst. Müsst auch mal hier hinblicken. Echt schöne Malerei. Toll. Schöne Tische. Und noch mehr Kunst. Hier ist wohl der Eingang. Das gefällt mir sehr gut.
Ich mag die Straße. Die Straße ist ehrlich, finde ich. So, guck mal, wo wir da noch hin können. So, und das war's. Schon wieder ein Spammelhaufen irgendwo im Nirgendwo. Eigentlich ein schöner Teppich, wo es hinpasst. Und sieht sehr gut aus. Ja, top Teppich. Ist eigentlich nichts dran, würde ich sagen. Dann haben wir noch einen schönen Koffer, vielleicht einen Trolley. Ja, es ist ein Trolley. Sieht nämlich auch noch gut aus. Selbst die Couch sieht ganz gut aus. Tja. Aber hier gibt es nicht viel. Auf diesem Haufen. Schauen wir mal, was der Tag noch so bringt.